Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pitt und wie immer herzliche Grüße von Paraguay an euch alle YouTuber. Also heute ist sonnig, sehr warm, über 30 Grad, aber sehr, sehr windig. Und deshalb habe ich mich ein bisschen in unserem Quincho versteckt. Heute geht es um Unwetter. Da habt ihr viele Male schon mich persönlich auch gefragt. Und auch als wir unsere Gäste hatten, wollen natürlich viele nach Asunción fahren. Und wenn es regnet, verstehen halt viele von euch nicht, warum ich persönlich immer nur abraten kann, bei Unwetter nach Asunción oder in den Großraum Asunción zu fahren. Warum? Schaut euch das an. Ich bedanke mich ganz herzlich für unsere oder bei unseren Freunden in Asunción, die uns verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt haben. Aber es geht um Unwetter bzw. Überschwemmungen. Schaut euch das genau an, okay? Und wie war euer Eindruck? Also ich bin mir sicher, viele von euch haben nicht mal dran gedacht, dass es bei Unwetter also so schlimm sein kann. Und daher bitte, bitte und nochmal bitte, bleibt bei Unwetter einfach zu Hause. Es bringt nichts, sei es mit dem Taxi, sei es mit dem eigenen Auto, sei es mit dem Mietwagen, einfach in die Großstädte, in diesem Fall Asunción und Umgebung, einfach zu fahren, weil es wird lebensgefährlich. Also, warte schönes Wetter, so wie heute zum Beispiel,
und da könnt ihr gerne Asunción und Umgebung einfach mal besuchen, okay? Also, in diesem Sinne, ich bin mir sicher, ich konnte euch etwas helfen. Wenigstens oder die wenigsten von euch werden sich halt nach Asunción oder in größeren Asunción begeben. Das betrifft auch andere Bereiche, also beim Regen, bei Unwetter, bitte am besten nirgendwo hinfahren, okay? Also, passt auf euch auf, Daumen immer nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und immer das Kanal oder diesen Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, um es nicht zu verpassen. Und sämtliche Fragen bitte direkt an mich. Wie immer gebe ich immer meine Adresse, unsere Telefonnummer und andere Kontaktdaten, meistens links. Und ich werde so oder so nochmal ein extra Video machen, weil mich auch viele darum gebeten haben, unsere Kontaktdaten, also unsere von Paraguay Life, von Gran Japit, Polaco in Piribebuy, in der Cordillera, einfach durchzugeben, damit es keine Missverständnisse entstehen. Okay, also das beim nächsten Mal. Hier links, wie immer, gebe ich euch weitere interessante Videos von uns. Also, Likes nach oben wie immer und macht's gut und passt auf euch auf, okay? Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, danke.